gibt es ein neues Video zum Thema Reha-Sport. Wir machen 8 Übungen und wir versuchen, die alle mitzumachen. Ich selber mache auch mit und dann legen wir auch schon ganz locker los. Wir laufen erstmal ganz locker auf der Stelle, um ein bisschen reinzukommen. Machen wir mal einen kleinen Schritt zur Seite. Machen ein paar Schritte. Jetzt stellen wir uns vor, wir hätten hier ein Mäuerchen und wir möchten mit beiden Füßen über diese Mauer rübersteigen. Die Mauer ist jetzt zur linken Seite und wieder mit beiden Füßen rübersteigen. Stelle laufen, aber lassen jetzt die Arme uns kreisen, laufen weiter dabei. Einmal die Richtung wechseln. Einmal kurz stehen bleiben, die Hüfte kreisen lassen. Einmal die Richtung wechseln. Und es geht noch ein bisschen weiter. Während wir laufen, die Hände auf uns machen. Denkt bitte auch dran, die Daumen mit zu bewegen, nicht nur die Finger. Dabei nehmen wir die Hände jetzt ein bisschen nach oben. Und jetzt kräftig kneten. Und mal runterlassen. Kreuz und lass die Handgelenke kreisen. Dann die Richtung wechseln. Und nochmal locker auf der Stelle weitergehen. Jetzt zwischendrin mal ein Knie ein bisschen weiter hochheben. Als nächstes versucht mal die Ferse nach hinten anzuheben. Ziel sollte es sein, mit der Ferse den Po zu berühren. Aber jeder nur so hoch, wie er hinkommt. Nochmal ganz normal auf der Stelle weiter marschieren. Dann kommen wir zu unseren Übungen. Ich habe 8 Übungen mitgebracht. Wir machen jede Übung 2x 1 Minute, dazwischen eine halbe Minute Pause. Und dann schauen wir, wenn die 8 Minuten rum sind, noch eine kleine Sache zum Cooldown und dann sind wir fertig.
Okay. Die erste Übung ist Gleichgewicht. Wir versuchen auf einem Bein zu stehen und immer wieder nach vorne und zurück. Okay. Und dann legen wir auch los. Versuchen das Bein dabei nicht abzusetzen, ruhig zu stehen. Den schwieriger, speziell auch fürs Standbein. Und wieder hinstellen. Die nächste Übung sind leichte Kniebeugen. Wir stellen uns auf die Schulter breit, die Füße zeigen leicht nach außen, die Zehen, und dann geht es auch gleich. Jeder nur so tief er kommt. Und dann fangen wir an. Und einmal Pause, locker machen. Wer zwischendrin noch was trinken möchte, auch gerne. Und dann bereiten wir uns auf den zweiten Durchgang vor. Es geht los.
und es wird wieder warm gemacht. Für die nächste Übung brauchen wir zwei Handeln. Man kann auch was anderes nehmen, was man gerade zu Hause auch hat. Hauptsache es hat ein bisschen Gewicht. Wir gehen hin und nehmen gleich dieses Gewicht immer nach vorne und zurück. Und noch ist eine Pause. Die nutzen wir auch. Und dann geht's los. Vorne die Hand drehen, dass der Handrücken nach oben zeigt. Schönen Wechsel, den Arm leicht nach vorne strecken, der Bauch bleibt leicht unter Spannung. Und wieder eine Pause. Wer möchte, kann das Gewicht jetzt auch mal gerne ablegen für einen Moment. Wer nicht möchte, kann es eben festhalten. Eine Pause ist immer wie gesagt eine halbe Minute, sodass die Muskulatur etwas Zeit hat, sich zu entspannen und zu erholen. Jetzt geht's zum nächsten Teil. Handrücken zeigt wie gesagt nach oben. Ich drehe vorne die Hand etwas. Das Gewicht könnt ihr euch selber bestimmen. Aber jeder sollte so machen, dass es auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad beinhaltet. Also nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Minute auch wieder durchhalten, nicht nachlassen, das Gewicht wieder weglegen. Bei der nächsten Übung machen wir einen Schritt nach vorne und nehmen die Arme zurück und das immer im Wechsel. Wieder die Erholung ausnutzen, die halbe Minute, die ist wichtig, dass wir da auch wirklich uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Und dann geht's auch wieder los. Jeder nur so tief runter, wie er kann. Aber nicht, dass die auf den Boden abliegen. Arme nehmen schön nach oben, leicht schwingen lassen. Konzentriert bleiben bei der Übung. Und eine Pause, die wir auch wieder nutzen sollten. Das ist jetzt zum zweiten Teil gerechnet. Wie gesagt, jede Übung zweimal eine Minute und immer eine halbe Minute Pause. Und dann geht es auch schon wieder los.
Rücken bleibt gerade. Nicht den Oberkörper nach vorne beugen. Und wieder locker machen. Bei der nächsten Übung nehmen wir wieder ein Gewicht und wir nehmen uns auch nochmal noch dazu. Wir stützen uns gleich auf den Hocker ab und jetzt nehmen wir und ziehen gleich das Gewicht nach oben. Auch die Pause hier auskosten. Und dann legen wir los. Noch aufziehen. Und hochziehen. So, dass die Schulter intensiv arbeitet. Das Gewicht hängt immer noch unten. Nicht ganz auf den Boden ablassen. Der Seite, wo das Bein hinten ist, ist das Gewicht. Und dann gibt es wieder eine kurze Pause. Wir nehmen hier den anderen Hand. Man kann jetzt den Hocker auf die andere Seite stellen. Oder man stützt sich selber an seinem eigenen Knie etwas ab, um dann diese Bewegung zu machen. Die Variante mache ich jetzt. Die könnt ihr aber auf beiden Seiten machen oder wie gesagt beide Seiten mit dem Hocker. Und dann geht es wieder los. Immer aufziehen. Muskulatur schön festhalten, Gleichgewicht behalten, die Beine ganz ruhig. Als Gewicht für zu Hause tut es auch eine Flasche Wasser oder irgendwas anderes, was ihr vielleicht zu Hause habt. Und dann ist die Minute auch schon wieder vorbei. Und dann legen wir uns Gewicht beiseite. Bei der nächsten legen wir uns auf die Matte. Und jetzt geht es darum, immer ein Bein und einen Arm zu strecken. Der Kopf bleibt möglichst oben. Für die, die Nackenprobleme haben, können Sie auch Kissen runterlegen. Beine und Arme bleiben immer in der Luft. Die Pause kann man nutzen. Und dann geht es auch los. Und laufen lassen. Das eine Bein ganz durchstrecken. Und mit der Hand am Fuß möglichst antippen. Schön ruhig die Bewegung machen. Wenn es mal zu schwer wird, das darf man auch kurz einmal ablegen, aber versuchen durchzuhalten. Und die erste Minute ist vorbei. Kurz Pause, wieder eine halbe Minute. Bis dann der zweite Durchgang kommt dieser Übung. Die Pause wieder nutzen.
nutzen, dass die Beine auch schön locker bleiben. Man kann die auch bewusst aktiv ein bisschen locker. Bis es dann jetzt in die zweite Minute geht. Wir bereiten uns schon mal vor. Und dann geht es auch los für die zweite Einheit. Und wie gesagt, laufen lassen. Und die zweite Minute ist vorbei. Bei der nächsten Übung stellen wir uns in die Standwaage. Und dann geht es immer darum, den Arm, das Bein strecken, Ellbogen und Knie zusammen. Aber das Knie berührt nicht dabei den Boden. So, wir bereiten uns schon mal vor, ganz einen guten Stand finden. Beide Knie, beide Hände auf dem Boden. Jetzt ein Bein hoch und dann geht's los. Immer versuchen, mit dem Ellbogen das Knie anzuziehen. Und möglichst wenig lang. Sehr gut. Und die Minute ist vorbei. Und gleich starten wir dann in die zweite Minute mit dem anderen Bein und dem anderen Arm. So, wir machen das schon mal fertig. Jetzt kommt das rechte Bein und die linke Hand an der Reihe, weil gerade war die andere Seite hier schon dran. Und dann geht's dann los. Und immer laufen lassen. Macht ihr alles sehr gut. Das ist sehr schön. Versucht durchzuhalten. Und die Minute ist auch wieder vorbei. Jetzt kommen wir schon zu unserer letzten Übung. Bei der letzten Übung brauche ich wieder einen Hocker. Wir setzen uns hier rauf. Jetzt geht es darum, was den Fuß zu strecken und ranzuziehen. Das ist schon die ganze Übung. Versuchen aber das Bein einigermaßen hochzuhalten. Nicht zu weit hinten sitzen, eher vorne auf dem Hocker, sodass der Oberschenkel frei ist. Die Hände können wir nach hinten nehmen, können Sie auch das andere Bein tun. Und dann legen wir los. Anziehen und strecken. Zehen zu mir hinziehen, Zehen wegstrecken. Thank you.
auch noch gut durch. Strecken und ranziehen. Und oben halten das Bein. Das Knie ist gestreckt. Und absetzen. Kurze Pause und jetzt kommt schon die allerletzte Minute von unserem Durchgang. Das rechte Bein. Wenn das wie gesagt wieder am Hocker abgeschützt oder mit dem Bein, versucht das Knie durchzustrecken. Einmal durchschnaufen, Luft holen. Und dann legen wir los mit dem Bein. Strecken und ranziehen. Wie gesagt, wir sitzen relativ weit vorne auf dem Hocker, damit der Oberschenkel sich nicht ablegen kann. Macht ihr sehr, sehr gut. Schön durchhalten. Das sieht oftmals von außen einfacher aus, als wie es ist. Aber versuchen. Ihr schafft es. Schön für die Wadenmuskulatur, für den Oberschenkel im Moment. Die letzten 15 noch. Und wir haben es geschafft. Dann stellen wir uns nochmal hin, hier nochmal schon zur Seite. Ganz locker nochmal auf der Stelle marschieren, ganz einfach. Jetzt nehmen wir die Arme leicht zur Seite und wieder zusammen. Ganz leichte Bewegungen machen. Hinstellen, etwas breiter stellen, ganz locker versucht jetzt die Oberkörper runterhängen zu lassen und die Finger auf den Boden, Beine bleiben dabei gestreckt, wer will kann auch mit den Handflächen mehr zum Boden gehen, aber auch hier gilt, die Knie bleiben durchgestreckt und dann aufrichten, ein bisschen schmaler stellen, die Hüfte kreisen lassen, ganz entspannt. Puls wieder langsam runtergeht, dann die Richtung wechseln. Und dann sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Und dran denken, abonnieren nicht vergessen und schaut euch auch mal die anderen Videos an, die wir haben, zu den verschiedensten Themen, was im Bereich Sport ist. Tschüss!